Hallo, hier bin ich, eure Hanine. Ja, ihr seht das, dass ich es bin. Ne? Ich sehe bloß ein bisschen anders aus. Ich habe heute meinen Pony hintergeklemmt. Und, weil das ist so warm. Wenn ich jetzt den Pony hier style und mache, ich kann euch das sagen, bringt nichts. Der sieht dann aus, furchtbar. Okay, ich schwinge meine Loskugel. Ne? Da ist sie. Ja, meine Monatsverlosung für August ist heute vorbei. Ne? Ja. Ich bin gespannt, wer gewonnen hat. Das haben einige mitgemacht. Aber wirklich tatsächlich, Maskentest und meine Verlosung, ne, ist immer das schlecht gesehenste Video. Ich mache auch die Gusterbox aufgebraucht. Das guckt sie auch kaum einer an, also wenig. Und wirklich Verlosung und Maskentest, ne? Will auch keiner sehen, irgendwie so richtig, ja. Aber trotzdem, ich mache das trotzdem weiter, ne? Ja. Und hier ist meine Loskugel und wir gucken heute, wer meine selbstbefüllte Beautybox gewonnen hat. Wir steuern auf 2000 zu, ne? Bei 2000 Abonnenten gibt es nämlich 3 Gewinner. Mhm. Ja, so, dann gucken wir mal rein. Simsalabim, simsalabim. So, machen wir nochmal, da seid ihr alle, ne? Waren jetzt nicht so viele, die mitgemacht haben, das ist... Ja, aber das ist okay, ne? Sonst würdet ihr nämlich nicht in meine Loskugel passen, wenn nämlich so viele mitmachen würden. Ich habe jetzt auch jemanden hier schon, manche Lose sind ein bisschen platt gedrückt, warum das so ist, weiß ich nicht. Ich habe hier auch schon jemanden, ne? Das sieht doch so, das habe ich nie gemacht. Gut, gewonnen hat Trommelwirbel, Trommelwirbel. Einmal die Nadja. @Nadja9803. Oh Gott, Leute, ich hoffe, ihr könnt das lesen. Ne? @Nadja9803. Liebe Nadja, bitte, es wäre wirklich gut, bitte bei Instagram melden. Ne? Da können wir nämlich wegen Adresse und so. Es wäre natürlich schön, wenn du bei Instagram bist, dass du mir deine Adresse schreibst. Und ja, ne, das wäre echt cool. Und wenn nicht, müssen wir mal gucken, dass wir hier unten... Sorry, Leute. Ihr wart jetzt gerade so dunkel, ne? Oder wenn nicht, müssen wir wirklich gucken, dass wir hier unten in der Infobox uns irgendwie mit der E-Mail-Adresse oder so, wenn du jetzt kein Instagram hast. Es wäre aber echt cool, wenn Instagram passt. Ja, ne? Also hier nochmal bitte melden. Unten in der Infobox steht nochmal alles, die Bedingungen und sowas alles, ne? Genau, bitte nochmal durchlesen. Und ihr könnt da nochmal gucken... Das gab es zu gewinnen. Ne? Eine selbstbefüllte Beautybox von mir. Die anderen nicht traurig sein. Wie gesagt, wir haben bald die 2000 erreicht. Also ich denke, das schaffe ich dieses Jahr noch. Also da bin ich recht zuversichtlich. Ne? Also das ist, glaube ich, noch... Das schaffen wir, glaube ich, noch. Ne? Ja, und dann gibt es 3 Gewinner. Ne? Wie gesagt, ihr müsst dazu Abonnent meines Kanals sein. Ich habe jetzt nämlich wieder gesehen... Ich gucke nämlich nach, ich kann das sehen. Also ihr müsst öffentlicher Abonnent meines Kanals sein. Ne? Ich blende mal ein Video ein, hier oben, wie das am besten so geht, mit dem öffentlich einstellen. Weil ansonsten, ja, wird es schwierig mit... Ich hatte wirklich tatsächlich schon mal gehabt, dass hier jemand gewonnen hat. Hatte kein öffentliches Profil. Oder war doch öffentlicher Abonnent. Aber ich wusste, dass diejenige jedes Video von mir guckt. Ne? Und da hat eine Abonnentin das gesehen und gesagt, die hat kein öffentliches Profil. Nee, 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 ne? Wie gesagt, ihr müsst ein öffentliches Profil haben. Ich kann das wirklich nachgucken. Ne? Ansonsten könnt ihr nicht teilnehmen. So, wie gesagt, unten in der Infobox steht nochmal alles, liebe Nadja. Also bitte melden, ja, bei Instagram. Ja, und ansonsten, ja, sage ich euch jetzt Tschüss, ne? Ich wünsche euch noch einen schönen warmen Sonntag. Ich hoffe, ihr seid schön am See, am Pool oder wo auch immer in eurer Badewanne oder ich weiß nicht wo, auf dem Balkon, schön Pool hingestellt. Ne? Ich habe echt überlegt, ob ich das auf meinem Balkon auch mal hinstelle. So einen kleinen Pool. So zum Aufblasen. So ein. Ja, gut. Und ich sage Tschüss. Ne? Es war mir wieder ein Fest. Macht's gut, eure Hanni.